So, hier sind wir ja also am Haus an der Grenze der Gedenkstätte Point Alpha. Aha. Das ist also ein Stück von der Berliner Mauer. So, hier haben wir also den Original-Grenzzaun. Ja, versuch rüberzukommen. Versuch rüber. 72. Und Weiterentwicklung. Der AK-47. Ah ja. Das ist das Modell des letzten Ausbaustandes. Im ländlichen Bau. Genau. So, also nochmal 4. Streckmetallzaun. Streckmetallzaun, das ist ja wahrscheinlich der, den wir da eben hatten, ne? Ja, genau. Okay, dann 6. Kontrollstraße, Feststellung von Grenzdurchbrüchen mit Fußspuren. Dickfisch gehakt und geeckt. Mhm. Was ist 8? Lichtstraße als Teil verschiedener Lichtstraßen zur Auslöschung des Grenzverlaufs. 13. Hundelaufanlage. Mhm. 12. Fußstabfeld BT6 zur Koordination für den Grenzabschnitt. Überwachung des Signalzauns. Mhm. Und 17? Tor im Grenzsignalzaun mit rechtlicher Signalanlage. 10 und 11 Türme. Aha. Und was ist 14? Beobachtungsbunker zur Verdeckung und Beobachtung des Schutzstreifens. Beobachtungsbunker, aha. Und 10? Was hat man so? Beobachtungsturm BT11. Beobachtungsturm BT11, oder was? Ja. Aha. Na gut. Und was ist 5? Durchlass und Streckmetallzaun. Aha, Durchlass. So. Jetzt sind wir also auf der gegenüberliegenden westlichen Seite angekommen. So, das hier ist das Gelände, was man noch begucken kann, ne? Was? Das ist jetzt hier noch das Gelände, was man noch begucken kann, ja, ne? Genau. So, hier haben wir den Hubschrauber Alouette 2 vom Bundesgrenzschutz. Aha. Der Schwanz von dem, der da nur aus Gestänge besteht, ist ja auch cool. Was? Der Schwanz hier, der besteht nur aus Gestänge. Stimmt. Mehr brauchen wir wohl nicht. Nö, ausreichend. So, Moment mal. Das ist also das strategische Modell mit Planungen des Kräfteeinsatzes an der Grenze der Bündnisse Warschauer Pakt und NATO im Raum Thüringen und Hessen Mitte der 80er Jahre. So, was meinst du? Irgendwo bei uns steht ein Panzer. Im Fulda Gap. Genau. Moment, komm gleich.
So, was haben wir hier? Das kleine Universalzelt. Aha, mit Schreibtisch. Was haben wir noch? Hocker, Feldliege, Schlafsack. Ja, beim Clip kann man aber kein Licht machen, nehme ich an. Naja, urgemütlich. So, hier haben wir zu guter Letzt noch die amerikanische Flagge. So, und da steht, nach einem Gerücht berührt die nicht deutschen Boden. Gucken. Stimmt scheinbar.